Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Video. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Wieder mit mir, dem Manuel. Und mir dem Christoph. Servus. Zuerst mal noch ein paar Infos. Und zwar, naja, vielleicht wisst ihr es ja schon. Beziehungsweise wahrscheinlich eher nicht. Christoph und ich sind jetzt in der Oberstufe. Das heißt, wir haben schultechnisch um einiges mehr zu tun und deswegen leider nicht mehr so viel Zeit wie davor. Wir sind vor allen Dingen immer in der scheiß Anstalt und kommen da ums Verrecken nicht raus. So kann man es auch formulieren. Dadurch gibt es eben das Problem, dass wir jetzt nicht mehr so viel Zeit für YouTube haben. Weswegen wir das jetzt leider ein bisschen einschränken müssen, weil sonst einfach leider zu viel wird. Deswegen werden wir jetzt keine Freitagsvideos mehr machen, sondern die Videos einfach, wenn wir Zeit haben, einfach unter der Woche oder am Wochenende oder wann auch immer, raushauen. Das heißt, es werden im Endeffekt leider ein bisschen weniger. Aber es geht halt derzeit leider nicht anders. Es wird sich aber wahrscheinlich später dann wieder zurückändern. Wir schauen jetzt mal, wie es so klappt. Und ja, was gab es noch zu sagen? Genau, wir Nix, hatten. jetzt fang endlich an, sonst wird das Video so lang. Wir hatten technische Probleme, sonst wären in der Zwischenzeit, ich glaube, zwei Videos gekommen, die nicht geklappt haben. In etwa. Irgend sowas. So, jetzt halt auch mal los hier mit Update 17.6. Gut, wir hätten einmal Trinity Prime. Und ja, ich habe Trinity Prime dabei. Und Manu auch. Und zwar hat die 450 statt 300 Schild. 1,1 statt 1,0 Sprintgeschwindigkeit und eine Strich und eine V mehr. Als die normale Trim, versteht sich natürlich. Die andere Waffe, die mit dem Update rauskam, waren die Dual Karmas Prime. Name ist mal wieder selbsterklärend. Oder aber auch einfach die Dual Metzger Messer Prime, wie wir sie gerne nennen. Weil sie einfach so einen schönen Haufen Fleisch hinterlassen. Ja, egal. Auf jeden Fall verursacht die krasse 70 Schaden anstatt 42 Schaden. Also, das ist, nennen wir es immer. Außerdem hat sie eine 15-prozentige, anstatt einer 5-prozentigen Crit Chance, mal 2,5. Anstatt mal 2 Crit-Schaden und eine 20-prozentige anstatt einer 7,5-prozentigen Status-Chance. Außerdem hat sie eine zusätzliche V-Polarität, was ziemlich geil ist für Schaden. Was haben wir zu der Waffe zu sagen? Geil, wir haben ein Geil. Video dazu, das leckt leider ein bisschen. Aber geil ist die Waffe trotzdem. Aber geil ist die Waffe auf jeden Fall trotzdem. Wenn man sich die schon allein anschaut, Alter, ist einfach hübsch das Teil. Kawasa Prime, was ist das? Im Prinzip ein. Also, was heißt im Prinzip? Eigentlich ist es so. Es ist ein Halsband für Kubros und zwar Prime. Das heißt, man kann jeden Kubro, den man hat, mit dem Halsband ausstatten und hat damit einen Prime Kubro. Das Halsband bewirkt dann plus 10 Leben, plus 10 Schild und plus 100 Rüstung. Also die Rüstung ist definitiv gut und auch die 10 Leben zahlen sich ein bisschen aus. Außerdem gab es mit dem Update natürlich wieder Prime Accessoires, die man nur durch den Prime Access erhalten kann und das auch nur für echtes Geld und nicht für Platin, was ich ein bisschen schade finde. Und zwar ist das die Kawasa Prime Kubro Rüstung. Naja, die finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, wobei ich ehrlich zugeben muss, ich finde Kubro Rüstungen generell eigentlich nicht so geil. Und außerdem das Naviga Prime Sugatra. Sugatras sind diese Gebaume da für Schwerter. Die im Übrigen eh kein Schwein verwendet. Ich finde sie auch nicht so hübsch. Aber ja, diese zwei Sachen, Accessoires, gab es im Prime Access. Wir haben euch das verlinkt, wenn ihr euch das anschauen wollt. Aber da kommt jetzt der Christoph dazu. Gut, dann alle Sachen, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, also Trinity, Kabasa und Dual Kammer Prime, könnt ihr einfach farmen im Void. Macht alles mehr oder weniger Spaß. Nicht. Eher weniger Spaß. Oder natürlich für echtes Geld im Prime Access, wo dann auch die Accessoires dabei sind. Und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Boah, so kann man das sagen. Dann war es das von uns. Naja, wie gesagt, Prime Access und Drop Locations sind unten verlinkt. Schaut einfach mal vorbei, falls euch das interessiert. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tut uns leid, dass wir jetzt diese Änderungen vornehmen müssen, aber sonst werden die Videos halt einfach, naja, noch schlechter. ja, dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.